So, vor lauter Gesabbel ist das ja man immer so, ne, so beim Let's Playen, dass einem doch mal irgendwann der Mund so ein bisschen pappig schmeckt. Schmeckt ist auch geil. So, kriegen wir unseren Ausgangswert jetzt langsam. Pass mal auf, nee, wir können mal an das Gerät hier gehen. Das Gerät müsste ja wieder frei sein und das sieht auch sehr danach aus, als wenn es wieder frei ist. Schaffen wir es? Na? Noch ein bisschen? Nein. Aber gleich. Jetzt sind wir so ungefähr wenigstens wieder an dem Anfangswert angekommen. Schönes Ding, 1,5 Stunden verschwendet. Richtig gut. Oder auch nicht gut. Ja, und jetzt müssen wir halt noch die Werte wieder ein bisschen anpassen. Nach oben treiben das Ganze. Oh, ein bisschen hier, ne? So ein bisschen Stärke noch mit reinpumpen. So, halt, stopp. Du gehst jetzt erstmal nach oben. Und diese 5 Minuten da, die legst du jetzt erstmal hin. Ah, müssen noch ein bisschen warten, bis wir wieder ranked kämpfen können. So, reicht. Ja, dann werden wir gleich im Keller nochmal natürlich ein bisschen auf die Ausdauer gehen und wie viel hat das jetzt gebracht? Okay, noch eine Tiefkühlpizza und noch ein Kaviar hinterher. So, komm, soll reichen. Hat auch gereicht. Sehr gut. Halt, wie sieht's aus? Adrian. Plaudern. Hä? Oh, ich hab mich verklickt. Hups. Aber jetzt. Plaudern. Rede mit mir. Biatsch. Guck mal hier, haben so Arme, ne? So stark und so, ne? Ich hab sogar auf die Muskeln, ne? Oh ja. Mhm. Ja, ich lese hier mal ein Buch so, ne? Okay, du liest dein Buch, ich guck meine Arme an. Ich mach dir noch ein Geschenk, Baby. Baby, Baby. Oh, Baby, Baby. Was denn jetzt? Ich weiß es auch nicht. Das war irgendwie gerade so ein... Ich würde es am liebsten rausschneiden. Ach Mann, ey. Puh. Hier, der Türke hat dir Pein in die Schnauze gehauen. Natürlich nicht. Das war rassistisch. Das war nicht mal sarkastisch, das war rassistisch. Ich entschuldige mich natürlich nicht dafür. Das macht nichts. Man darf auch mal rassistisch in der heutigen Zeit sein. Habe ich neulich in der Schule erst rausgehauen, diesen Spruch. Von wegen, ja, es wäre rassistisch, was ich da für eine Äußerung von mir gegeben habe. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Und wenn ich ganz genau überlege, ich weiß es wirklich gerade gar nicht mehr, was ich da zu dem Zeitpunkt gesagt hatte. Auf jeden Fall, es war wieder so eine sarkastische Äußerung, die grenzwertig war. Also wo man sagen kann, okay, man kennt den Trivolo, ja, das ist seine Art von Humor, das ist halt sein Sarkasmus, okay, kann man so machen. Ist nicht schön, aber ist seine Art. Okay, kann man so stehen lassen, ne? Und da hieß das dann von wegen, ja, es wäre rassistisch und so weiter. Da habe ich gesagt, wieso, man kann auch in der heutigen Zeit auch mal ein bisschen rassistisch sein, ne? Und dann so, von wegen, weißt du, die Blicke, die man dann erntet für so einen Spruch, gerade dieses hintendran, in der heutigen Zeit kann man auch ruhig mal ein bisschen rassistisch sein, also Weltklasse, ne? Also die Blicke, die sie einem dann alle zuwerfen, absolut genial. Ich habe mich so weggelacht, weil die Blicke, die waren doch alle so... Skandal! Oh, hat er das wirklich gesagt? Ich meine, das eine ist das, was man sagt, das andere ist das, was man meint und das dritte ist dann auch wiederum das, was man irgendwo auch darüber denkt. Ne, ich meine, das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, kann man Leute wie Julians Blog für diese volksverhetzenden Aussagen tatsächlich verknacken? Ich meine, diese Aussagen sind getätigt worden, aber ich glaube nicht, dass Julians Blog unbedingt so dumm ist und die auch so gemeint hat. Denn ich bin der Meinung, wenn man etwas sagt und sich völlig darüber bewusst ist, das Ganze damit aber ins Lächerliche zieht, dann ist durchaus der Sarkasmus deutlich spürbar. Meiner Meinung nach. Ja, also... ist halt die Frage. Ich meine, natürlich, man darf diese Sachen, die in den 30ern bis 40ern passiert sind, die darf man per Gesetz natürlich nicht gutheißen. Also, darf man wirklich übrigens nicht.
Da gibt es tatsächlich einen Gesetzestext, dass man das Ganze nicht gutheißen darf. Also hat mich sehr gewundert. Aber das mal so am Rande, ne? So kleiner, mal Fun Fact kann man nicht sagen, sondern kleine Lehrstunde mit Tribolo, was weiß ich. Nennt es ja, wie ihr wollt. So, ich gehe nochmal einen ganz kleinen Moment auf Geschicklichkeit. Weil auf Geschicklichkeit kriegen wir keine 10%. Und das habe ich in letzter Zeit doch, glaube ich, falsch gemacht. So, dann gehe ich mal ein bisschen weiter pumpen. Vor allem auf Stärke kriegen wir, glaube ich, am meisten Prozente. Da haben wir ja 2 Skillpunkte für. Wenn ich mich recht erinnere. Aber ansonsten, Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe hier echt keinen Vorankommen. Ein Tag und wir kommen auf die Werte 18, 8, 12, aber nicht drüber hinaus. Entweder muss ich jetzt wirklich meine Trainingseinheiten komplett verändern oder frag mich nicht. Vielleicht doch die Geräte ein bisschen benutzen, wo man eben von jedem ein bisschen mitnimmt. Pass mal auf, weißt du was? Können wir Kampf verfügbar? Wir werden das jetzt einfach mal machen und wir nehmen jetzt mal den kräftigen Kinnhaken raus und nehmen mal den Powerblock mit rein. Und dann mal sehen. Ich meine, wir haben volle Energie. Also nicht Energie, sondern Lebensenergie, Lebenspunkte. Alter Schwede, ey. Ich sitze hier und zucke mit den Schultern, mit den Achseln, wie man das auch nennen möchte. Jo, und gleich wieder auf den Kopf. So, pass mal auf, Leute. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich werde diese Aufnahme, glaube ich, für heute erstmal beenden. Also diese Aufnahmesession. Und werde mir jetzt mal ganz, ganz immens viele Gedanken machen, wie ich da jetzt weiter vorgehe. Und dann, nimmt's mir bitte nicht übel. Aber ich werde jetzt ein bisschen das Game offscreen zocken. Und werde mich mal darauf konzentrieren, dass wir die Werte hochgebollert kriegen. Vielleicht lasse ich die Aufnahme nebenbei laufen, so dass wir halt, dass ihr halt eine Speed-Aufnahme bekommt. Aber in erster Linie werde ich mich jetzt darauf konzentrieren, dass wir die Werte alle um 1 bis 2 nach oben bekommen. Alles klar, ich bin erstmal raus an dieser Stelle. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mir gewogen, bleibt mir treu. Haut rein und tschüss. So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Tribolos Let's Play. Eine neue Runde. Punch Club oder wie ich ihn jetzt auch nennen könnte wieder. Den Euro Training Simulator 2016. Ja, ich habe eine kleine Neuerung und mit der fange ich auch mal gleich an. Während ich mir einen Timer eigentlich weniger stelle, weil, boah, gut, okay, das kann man auch so ein bisschen im Auge behalten. Während ich eigentlich mal mein Arx-Control hier starte, weil ich bin ja auf der ewig währenden Mission, mein System zu optimieren und das Let's Play zu optimieren und so weiter und so fort. Kennt ihr ja schon alles von mir, die Heulerei und so weiter. Jedenfalls habe ich eine neue Festplatte eingebaut. Wow! Ja, wie der Zufall es so wollte, bin ich in der Situation, Lage, wie auch immer, dass ich jetzt eine neue SSD-Festplatte verbaut habe, die einzig und alleine einen Lebenssinn hat, und zwar, die soll einfach zur Aufnahme dienen. Mehr nicht. Die soll, also, ne? Auf diese SSD-Festplatte will ich einfach nur immer fröhlich aufnehmen. Hör auf! Sehr gut hier! Ja, und gut, ich habe mir halt so gedacht, ich fange damit gleich mal mit einer Aufnahme von Punch Club an. Sprich von dem Euro Training Simulator, und ich stelle gerade einfach mit Erschrecken fest, dass es jetzt so pauschal und ganz spontan mir nichts gebracht hat. Das ist eigentlich ziemlich scheiße, wie ich sagen möchte. Ja, die Pläne aus der Vergangenheit mit, dass ich das Ganze mal in der Speedaufnahme mache und so weiter, die habe ich erstmal ein bisschen verworfen. Weil ich habe mir einfach gedacht so, ja, warum nicht? Lassen wir doch mal die Zuschauer mit dran teilhaben. Ne, wenn ich mich hier schon rumärger und ärger und so weiter.
Ja, gut, das mit der Ärgerei und so, da kam ja dann auch schon, Mensch, dann hör doch auf mit dem Game. Aber nee, ich habe jetzt mit dem Game angefangen. Sehe ich irgendwie gar keinen Sinn drin, jetzt das Spiel dann auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise aufzuhören. Weil dann lieber trainieren und nochmal trainieren und ja, weiter trainieren. Weil was bleibt uns anderes übrig, Leute? Ne? Wenn wir hier halt nach vorne kommen wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als eben hart zu trainieren. Ja, ich habe noch ein paar Tipps und so weiter in den Kommentaren lesen, wegen der Zeit. Ja, ich glaube, Klaus hat das sogar geschrieben, also der liebe Jute Street Digger. Was denn wäre, wenn ich zum Shop gehe, also nicht zum Shop gehe, sondern fahre? Weil dann verbrauche ich ja im Prinzip keine Zeit, sondern nur Geld. Ist etwas, was ich, glaube ich, auch unbeantwortet gelassen habe, weil das ist etwas, was ich in dieser Aufnahme session einfach mal so ein bisschen nebenbei ausprobieren möchte. Und zwar, ja, einfach um zu gucken, hat der gute Klaus sich geirrt, habe ich mich mit meinem Gedankengang geirrt oder, ja, funktioniert das alles irgendwie? 366 Stärke dazugewonnen, läuft ja bei uns. Ja, also es ist halt ein pures im Kreis trainieren. Ich habe mir das Ganze mal so ein bisschen überlegt und so weiter. Wir sind jetzt irgendwie an so einem komischen Scheidepunkt, ja? Irgendwie an so einem Punkt angekommen, wo es einfach nicht mehr so richtig nach vorne geht. Ich habe mal kurz meinen Kaffee geäxt. Der war nämlich schon kalt. Hey, wir sind auf jeden Fall an irgendeinem Punkt angelangt. So habe ich jedenfalls das Empfinden, an dem wir einfach per Training, per se, einfach nicht mehr irgendwie nach vorne kommen können oder nicht nach vorne kommen. Keine Ahnung, also... Ich habe mir in der letzten Aufnahme nochmal die ganzen Skillungen und so weiter angeguckt, die ganzen Skillpunkte, die wir da verteilen könnten, wenn wir denn noch welche rankriegen würden natürlich. Keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Na, also am nächsten Tag rutschen wir ja auch schon wieder mit der Geschicklichkeit so hart ab, dass mir gar nichts anderes übrig bleibt, als den nächsten Tag fast to the completely in Geschicklichkeit zu investieren. Deswegen gehen wir auch gleich mal ran an den alten Boxsack-Punching-Apparat hier. Ja, und wie man sieht, wir kommen hier bei der 18, wir kommen da einfach nicht klar drauf. Wir kommen darauf nicht klar. So, nochmal hier ein bisschen am Wing Chun so ein bisschen trainieren. Also, ich nehme an, selbst wenn ich jetzt hier wirklich mich in diesem Keller verschanzen würde, würden wir halt nicht richtig vorwärts kommen. Was wir jetzt mal machen können, ist, wir können auch mal versuchen, gegen die Ninjas zu fighten. Ja, keine Ahnung. Vollgas, ne? Karacho auf dem Tacho. Autschen, ey. Na, kommen wir jetzt wieder am ersten nicht vorbei, oder was? Dann wollen wir mal den... Alter. Also gewinnen werden wir so nix. Ne, ich meine... Round, also hier der zweite Kampf, der ist dann ja eigentlich schon Geschichte, wenn du es so willst. Aber ich habe gegen diese ganzen Geschickkämpfer, ich habe da auch irgendwie nichts Vernünftiges auf der Pfanne, auf der Kette, auf Lager, möchte ich fast sagen, wie wir da dran vorbeikommen können mit unserer Skillung. Also sprich mit der Stärke-Geschichte. Wird einer deiner Schläge von deinem Gegner geblockt, kosten weitere Schläge 25% weniger Energie. Ja, läuft. Können wir schon mal Blocken rausnehmen. Können wir Blocken schon mal rausnehmen, Knochenhart ebenfalls. So, was haben wir denn hier? Was machst du denn hier? Senkt die Ausdauer. Nimm wir mit. Haken. Kostet 10 Energie. Kostet 29 Energie. Bockschlag. Kostet 14 Energie. Was war das hier? 10. Oh, das war falsch. Was ist denn, wenn ich den jetzt mal reinsetze? Taktik. Mit Schwerpunkt auf Ausdauer, Blocken, schwere Schläge. Wahnsinniger Energieverbrauch und Regeneration. Nee, komm, machen wir lieber so. Also irgendwie, de facto ist einfach, wir müssen da irgendwie vorwärts kommen. Und ich habe halt echt keine Ahnung wie. Weil, ja gut, okay. Das war jetzt, ne? So. Können wir eigentlich schon, oder na komm, wir machen den nächsten noch.
Entweder kriegen wir jetzt derbe auf die Fresse oder ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Also, die beste Taktik scheint hier gerade wirklich voll auf 12 zu sein, ohne Ausdauer, ohne zu blocken. Wobei, bei dem hier, ne, ist mir schon häufig aufgefallen, also auch als ich mir die Folgen angeschaut habe, eben das ganz große Problem ist, dass wir uns weitestgehend tatsächlich selber aus dem Anzug bolzen. Und da fällt mir auch nichts ein, auch wenn ich mir die ganzen Punkte anschaue. Hier, ne, da die Talentpunkte. Die wir noch haben können, machen können, mit denen wir noch, ne, und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich. Leute, keine Ahnung, wie wir dem entgegengehen können.